bin so raus. Cool. Gestern hatte ich das erste Mal Song-Request, Kimi. Der Moses hat den ganzen Abend Mucke gemacht gestern. Nee, Provider wechseln bringt bei mir nichts. Für 3 Monate eine 200K-Leitung. Ich habe auch eine 100K-Downleitung, aber nur eine 4K-Ableitung. Und das ist das Problem. Die Downleitung ist mir scheißegal. Die reicht auf jeden Fall. Die Ableitung ist das Problem. Ich krieg nur gutes Internet über Kabel BW, also Kabel Deutschland, Unity Media, und die haben halt einen scheiß Upload. Ich glaube, 6 habe ich. 6. Aber irgendwie kommen nur 4 durch. Boah, ist das laut. Warte mal. So, so ist besser. Ja, und über alle Internet-, Tele über Telefonleitung-Anbieter bekomme ich maximal 1000er DSL hier, wo ich wohne. Also bin ich festgefahren auf Kabel. Ich kann es leider nicht ändern. Ich kann es leider nicht ändern. So. Fortfahren. Sollte irgendwas sein mit Sound oder so, ich muss das immer, ich muss mir mal für jede alles Spiel oder alle Möglichkeiten die ganzen Soundeinstellungen aufschreiben oder mir halt endlich mal ein Mischpult holen. Mein Problem bei einem Mischpult ist, ich habe ein USB-Mikrofon hier, dieses Rode mit diesem Popschutz vorne drauf, und das ist ein USB-Mikrofon und das kann man nicht an einem Mischpult anschließen. Das ist ein bisschen ein Problem. Ne? So bin ich recht laut. Was, das soll es auch gehen, ne? Ich sitze eh gleich wieder so. Weiß ich jetzt schon. Und die Ladezeit am Anfang ist verdammt hart. Hast du schon das neue PS4-Update drauf gemacht? Sollte man sich das drauf machen? Ich habe noch nichts runtergeladen. Ich habe gehört, es gibt eins, aber. Sie hat also doch überlebt. Was? Wo sind wir denn überhaupt? Was muss ich denn machen? Ich habe keine Ahnung mehr. Erstmal einen Questlog gucken. Wo bin ich denn? Ich bin hier beim Händler. Jägerbedarf. Oh, hier gibt es noch so viel. Hier? Was habe ich denn gerade für eine Quest? Langhals. Teufelsdunst. Genau, Telekom bietet privaten Ausbau von Glasfaser an. Richtig. Dann fangen wir an zu spenden, bitte. Du und die anderen alle. Und viel bitte. Dann mache ich das irgendwann. Ne, ist ja so in Ordnung. Ne? Also das Bild bei euch ist ja recht gut. Und dementsprechend muss man da jetzt auch nicht. Ich bin zufrieden mit meinem System momentan. Das läuft recht gut. Ist echt ganz cool. So, ich habe keine Ahnung, was ich machen wollte. Was gibt's denn für Quests? Hauptquest. Hier, der Langhals ist 7. Jagdgebiet, Nora-Jagdgebiete, Stufe 8. Das lassen wir mal. 15. Offene Tutorials. Scharfschussbogen habe ich mir gekauft übrigens. Erledige Wächter mit Präzisionspfeil ins Auge. Wird mir das auch auf der Karte dann angezeigt? Nee, ne? Nee, weil es sind ja einfach Wächter. Das ist ja Blödsinn zu verfolgen. Das kommt ja von alleine. Gut. Ja, dann machen wir Hauptquest. Würde ich sagen. Schön der Stufen nach, ne? Quest aktiviert. Gut. Wo müssen wir da hin? Hier muss ich hin. Begib dich zum Schlachtfeld. Okay. Was gibt's da noch, eine Hauptquest? Wo ist die? Ach, Mutterkrone war irgendwo da oben, ne? Nee, dann machen wir lieber mal das hier. Die Spur der Kriegsherrin. Sona, die Kriegerin der Nora, wird vermisst, nachdem bei einem Unfall dutzende Krieger getötet wurden. Val möchte, dass Aloy sie sucht. Alles klar, machen wir. Ich weiß weder noch, wer Val ist, noch wer die Nora ist.
Wer Sona ist. Wer die Nora sind, weiß ich. So, jetzt noch mal kurz gucken. Hier unten, alles klar. Funktioniert das hier? Mikrofon mute auch. Jo, Mikrofon mute geht auch. So. Okay. Das ist ja echt cool gemacht, dass das so fixiert dann. Ist ja auch ganz geil. So, dann gehen wir da mal hin, würde ich sagen. Kurz schnell speichern. So, mal ganz kurz nochmal gucken, ob ich alle Pfeile habe. Ich habe jetzt hier meinen Präzisionsbogen. Ich finde den ziemlich geil. Den habe ich mir gekauft. Das hier ist mein normaler Bogen und das oben ist der Schockdraht. Aber wir nehmen hier den normalen Schuss. So. Gut, hier kann ich zoomen, hier kann ich zielen. So, hier kann ich verlangsamen, ne? Genau. Okay, alles klar. Gut, passt. Ducken hier. Sammeln hier. Alles gut. Und schon sieht sich wieder vorne. Das war so klar. Ich kann auch schnell reisen. Ich habe auch gesehen oder gelesen, man kann sich ein Schnellreise Teil machen, dass man das nicht immer wieder kaufen muss. Also man kann dann endlos schnell reisen. Und man soll auch die Nehme ich für unterwegs Die mit. ganzen Viecher hier töten. Denn die haben oft Materialien dabei, die man anscheinend braucht. So. Ich habe noch ein bisschen Problem, denn genau hier oben drüber, über dem Fernseher, hängt eine von diesen zwei, wie heißt's, eine von diesen zwei Studioleuchten. Und die blendet mich schon ein bisschen. Das ist ein bisschen nervig. Da muss ich mir noch was überlegen. So, wo muss ich hin? Da hinten. Okay. Ich nehme alles mit hier auf dem Weg. Das braucht man alles, um Pfeile zu machen. Sonnenuntergang. Sonnenuntergang, schön. Vielleicht kann ich mich etwas ausruhen. Ich will mich nicht ausruhen. Wie kann ich mich denn eigentlich ausruhen? Noch ein Signal? Oh. Da oben ist noch einer. Ach, da, guck mal. Komm, Junge. Der lädt halt ziemlich langsam, der Bogen, aber der geht richtig, richtig geil ab. Der macht richtig Fun.
Ich habe auch noch ein bisschen geskillt, dass diese Zeitlupe beim Schießen ein bisschen länger geht. Das ist ziemlich cool. Graser sind hier. Sonst aber nichts, ne? Irgendwie muss man doch auch diese Dinger überbrücken können. Kann man bestimmt, will ich aber gar nicht. Sehr cool. Nehme ich mit. Machen wir das mal so. Hier ist ja richtig was los. Oh shit. Nein, jetzt läuft er in dem Moment weg. Shit. Zack. Ja, den wollte ich noch looten hier. War das nicht eine Quest hier, dass ich drei Graser töten muss? Ich muss die PSVR installieren. Ohne PSN funktioniert Final gar nicht. Ach so, okay. Okay, klar, weil es ein Online-Spiel ist, ne? Ja, klar. Was war das? War das jetzt hier nicht eine Quest? Hier unten bei den Tutorials? Kann ich da eigentlich auch so gehen? Ja. Ach nee, Wächter muss ich töten. Entferne Maschinenteile mit Zersprengerpfeilen, okay. Und das hier? Stelle Maschinen mit Schockdrähten, die eine Falle, okay. Können wir auch demnächst mal machen. Ist ja alles voll mit Viechern, ne? Krass. Oh oh. Das sind so geile Dinger. Oh shit. Ich habe keine Pfeile mehr. Geht das eigentlich während ich ziele? Ah ja, das ist cool. Warum kann ich jetzt keine mehr herstellen? Mir fehlt irgendwas dazu, ist ja krass. Das ist ja hart. Was ist das da vorne? Das ist ein Sucher. Ein Wächter. Das ist ein Wächter. Guck mehr.
Sag. Hey Andi. Jo, neuer Stuhl. Da muss der Isaac spielen. Ich spiele heute leider keinen Isaac. Oh. So. Ja, wenn ich planen kann, geht das eigentlich ganz gut. Der hat was Blaues dabei, ne? Oh. Den habe ich nicht kommen sehen. Wo bist du, Junge? Wo denn? Ach, ganz da hinten. Oh, da war doch auch noch einer, oder? Da ist doch noch einer. Zack. Wächterherz, sehr cool. No, diese Woche kommt leider kein Isaac mehr. Was heißt leider? Diese Woche kommt kein Isaac mehr. Gestern war Isaac, spontan. Leider direkt den Streak verkackt. Das brauche ich später noch. Das brauchst du später noch, ja. Ey, ist echt alles voll mit Viechern, ne? Ist echt krass. Soll ich mal gucken? Kann ich wieder Pfeile basteln? Yo. Aber nur 5. Das ist kacke. Okay, das ist Reinholz. Das heißt, Reinholz brauche ich massig. Könnte ich eigentlich mal gucken? Ja, gestern habe ich gestreamt. Von Mittwoch bis Freitag. War halt nicht sicher, ob die bis Samstag bleiben oder ob sie freitags schon gehen. Oh, da sind gleich mal 2 Quests bei dem Nora-Dorf. Ich wollte mal gucken. Zwar Tutorials. Hier haben wir doch noch was. Scharfschützenbogen. Mit Präzisionspfeilen ins... Erledige Wächter mit Präzisionspfeilen ins Auge. Okay. Wächter. Also wenn ein Wächter kommt... Jetzt gehen wir erstmal der Quest hier nach. Begib dich zum Schlachtfeld. Die hier brauche ich unbedingt, ne? Dann können wir nämlich wieder Pfeile bauen. Hier muss der Angriff auf den Kriegstrupp stattgefunden haben. Mhm. Diese Verwüstung. Ach stimmt, das war die Schwester von dem Typen, den wir an dem Tor getroffen haben. Ich erinnere mich. Das muss ich mitnehmen, das ganze Reinholz. Das brauche ich unbedingt. Reinholzmesner. Ich brauche so viele Pfeile. Untersuche das Schlachtfeld. Okay, hier scheint zumindest mal keiner zu sein. Vielleicht hat die Kriegsherrin etwas hinterlassen. Irgendeinen Hinweis, wohin sie gegangen ist. Viele Maschinen. Die Nora konnten einen Verderber erledigen. Schwerer Kampfschaden. Ich
Kann ich Spur verfolgen oder sowas? Nee. Zerstörter verdorbener Wächter. Okay. Ach so, ich muss den untersuchen. Aber vorher haben die Mörder ihn benutzt, um andere Maschinen auf sie zu hetzen. Was für ein Anblick. Es ist, wie Val gesagt hat, ein weiteres Massaker. Yo. Sie haben eine ganze Horde von ihnen den Hang hinuntergeschickt. Und du? Du da? Rede mit den Überlebenden. Mit dem Überlebenden. Krieger! Hey, warte mal! Die Toten und Verwundeten alle weg. Gibt's hier keine Krieger und Heiler mehr? Nur ich. Du bist verletzt. Was ist passiert? Was nicht? Die Hölle ist los. Sona schickt mich, um Bericht zu erstatten. So nütze ich ihr nichts. Hm. Sona die Mörder gefunden? Wo ist Sona? Machen wir erstmal so. Val sagte, dass Sona die Mörder verfolgt. Hatte sie Erfolg? Wir folgten ihrer Spur, aber wieder und wieder griffen uns ihre Maschinen an. Hat er plötzlich eine andere Stimme? Meine Wunden schwächten mich, also schickte Sona mich zurück, um auszurichten, dass sie den Kampf nicht aufgibt. Das heißt, beim Angriff auf den Kriegstrupp warst du hier? War ich. Ich dachte, die Erprobung sei unser dunkelster Tag. Aber ich lag falsch. Die Kriegsherrin versammelte noch die Nachhut. Und blind vor Wut tappte die Vorhut derweil in die Falle. Dutzende Tod in Minuten. Ohne Sonas Eingreifen hätten sie uns niedergemetzelt. Val wollte, dass ich Sona suche. Weißt du, wo sie sein könnte? Ich kann dir sagen, wo wir uns trennten. Beim Metallturm, südöstlich der Ruin bei Teufelsdorst. An einem Hang mit einem einzelnen Felsen. Ich werde jetzt ins Becken zurückkehren und Val Bericht erstatten. Urmutter, gebe dir Kraft. Wirst sie brauchen. So allein. Danke. Okay. Jetzt geht's nach da vorne weiter. Wenn wir jetzt aber schon mal hier sind, nehmen wir natürlich die Quests hier mit, ne? Was ist das hier eigentlich? Weil ich habe hier irgendwann mal was gemacht, da stand dann abgeschlossen, ne? Verdorbene Zone, ne. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Irgendwo stand dann abgeschlossen. Okay. Dann gehen wir erstmal hier Richtung unserer. Laufe ich jetzt richtig? Ja, das ist schade, dass das hier nicht. Dass das hier nicht dann so schön markiert wird auf der Karte, ne? Mal gucken, ob wir hier entlang kommen. Hi, Bonnie. Grüß dich. Was? Das sind Wächter, oder? Die brauche ich ja noch mit Präzisionsschuss ins Auge. Nee, 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 nee. Ich kann diese Maschine nicht überbrücken. Wenn ich doch mehr darüber erfahren könnte. Ah. Komm, dreh dich her, Junge. Wie der läuft. Okay. Er kommt gleich wieder. Nein! Was? Der hat doch ganz kleines Auge getroffen.
Ich habe Maschinenteil abgefetzt. Warum ist er denn jetzt so stark? Zählt das jetzt auch als Quest? Zählt das jetzt auch als Quest-Dings hier? Weil ich muss doch auch Maschinenteile abkicken. Schnelle Maschinen. Entferne Maschinenteile mit... Ah, mit Zersprengerpfeilen. Okay. Dann wohl nicht. Oh Gott, die kommen. Das müsste doch jetzt aber zählen. Oh oh. Ah, fuck, zu langsam. Hat das jetzt gezählt? Nee. Das sind doch Präzisionspfeile, die ich habe, oder? Ja. Wahrscheinlich als One-Shot. Keine Ahnung. Wahrscheinlich als One-Shot. Hi, Max. Grüß dich. Hier war doch noch einer, oder? Nee? Okay. Da oben ist das Dorf. Ja, sorry, ich muss so viel sammeln. Denn ich muss mir die ganze Zeit Pfeile machen. Aber jetzt habe ich ein paar, ne? Ach, 12 noch. Krass. Kleine Zierpflanze. Du wirst mir sicher helfen. Wie komme ich da hoch? Hier wohl eher nicht, oder? Doch, da drüben. Dass der offizielle Weg ist, keine Ahnung. Aber es sollte funktionieren, ne? Nicht wahr? Ja. Es heißt, man hätte dich zur Sucherin mit Wegrecht aus dem Heiligen Land gemacht. Ja, um die Mörder von der Erprobung zu finden. Ich kann mir nicht vorstellen, Umutters Schutz zu verlassen. Aber meine Schwester Nakoa ist wie du. Furchtlos. Sie sucht im Norden nach dem Kaja-Offizier Said, einem Hauptmann der Roten Raubzüge. Er ist gefährlich. Ich bin sehr besorgt um sie. Ich lebte während der Roten Raubzüge im Becken. Wie war es hier draußen? 10 Jahre lang rückten die Kaja ohne Vorwarnung an. Teufel wie Said schlachteten Krieger ab und entführten Zivilisten für Blutopfer. Es endete, als der verrückte Sonnenkönig starb. Laut den Stammmüttern will sein Sohn alles bereinigen. Aber das reichte Nakoa nicht. Haben die Stammmütter Nakoa wirklich erlaubt zu gehen? Nein. Sie weigerten sich, doch sie ließ sich nicht abhalten, Said zu verfolgen. Er hat unseren Vater bei den Raubzügen ermordet. Nakoa sah es mit an, versteckte sich im Keller und zwang sich zuzusehen. Was? Warum? Warum macht man sowas? Du hättest mit ihr gehen können. Das heilige Land verlassen und Urmutters ewiges Gedächtnis verlieren? Nein. Ich flehte Nakoa an, zu bleiben, um diesem Schicksal zu entgehen. Sie sagte, es sei ihr egal. Keine Ahnung. Ist sie wirklich verflucht, wenn sie unseren Vater rächt? Das wäre grausam. Sehe ich genauso. Ich halte Ausschau nach ihr. Oh Mutter, segne dich. Ich weiß, die Stammmütter lassen sie nicht zurück ins Heilige Land, aber ich muss wissen, dass es ihr gut geht. Kriegen wir hin. Sie muss durch Mutterkrone gekommen sein. Da müssen wir hin. Meine Tante Solai lebt dort. Vielleicht weiß sie etwas. Und hat mehr Hinweise für dich. Cool. Nächste Nebenquest. Urmutter, höre mein Gebet. Hier gab es aber noch eine Quest, ne?
Ich knie vor dir voller Demut. Kann ich hier irgendwie rein eigentlich in die Häuschen? Und bitte um Kraft und Erkenntnis. Nö, ne? Was denn hier? Vorratskiste. Noch 12 Gold. Siehst du über dein heiliges Reich hinaus? Hier geht's nicht rein, okay. Was hier ein Händler? Handle mit Händler, jo. Was hat der denn? Holzpaket. Paket mit 200 Reinholzstücken. Ja, geil. Her damit. Für die Pfeile, ne? Nehmen wir direkt. Was ist das hier? 5 Präzisionspfeilmunition. Ja, das ist ja Billo. Für 20. Das ist ja Blödsinn. Hi Trailer. Grüß dich. Das ist ja Blödsinn. Schatzkisten. Gratis-Probekiste? Diese Kiste muss geöffnet werden, um ihren Inhalt zu enthüllen. Eine Kiste mit kostenlosen Gegenständen für neue Kunden. Diese Gratis-Probekiste ist kostenlos, ja klar. Dann kaufen wir die. Spezialobjekte. Karte Metallblume. Karte eines Utaru Botanikers. Fügt Kartenmarkierungen hinzu, die auf mögliche Fundorte von Metallblumen hinweisen. Mhm. Sollte man wahrscheinlich kaufen, oder? Naja, können wir irgendwann machen. Was kosten die denn? Ah, die kosten schon ein bisschen mehr hier unten. Ich wollte eh mal gucken. Habe ich diese Kisten müssen wir jetzt öffnen, ne? Inventar. Spezialobjekte. Schatzkisten. Alter. Großzügige Belohnungskiste. Ja, kann ich nicht nehmen. Ach, die war schon geöffnet? Hä? Graserlinse. Cool. Und das diese Gratis-Dinger. Und eine Schockfalle. Das ist ja cool, da können wir die wenigstens hier drin lassen. Das ist ja auch nett. Jetzt haben wir hier was Neues, was wir noch nicht kennen. Was ist das hier? Verkauf gegen Metallscherben. Okay, das ist also einfach nur Crab Loot. Das können wir gleich mal verkaufen. Mit dem kann man nichts anfangen. Das ist ja cool. Gut, dann verkaufen wir mal. Verkaufen. Rohstoffe. Okay, also alles, wo nur... Sieht man das auch irgendwie? Unterscheidet sich das farblich oder so? Das hier? Nee. Sieht nicht so aus. Das hier, ne? Das hier? Weil da steht sonst nichts dabei. Das hier steht nur Verkauf gegen Metallscherben. Ich denke mal, das können wir einfach wegmachen. Geschäfte mit Händlern, das brauchen wir, um die Waffen und so zu kaufen. Und die Rüstung, habe ich jetzt rausgefunden. Diese grünen und blauen Sachen. Aber den Speer können wir nicht verkaufen. Das können wir nicht verkaufen. Die Stolperfalle, das brauchen wir alles noch. Das hier können wir eigentlich verkaufen, ne? Dieses Objekt kann nicht verkauft werden. Gott, haben wir viele Modifikationen. Wollte ich eh mal gucken. Wo kann ich nochmal herstellen? Waffen modifizieren. Der hat was drin. Die Stolperfalle, da können wir auch mal was reinsetzen. Machen wir sowas Billiges rein hier. Und der hat auch schon was drin. Okay. Outfits modifizieren hat auch schon was drin.
Tränke brauche ich nicht. Tragekapazität. Scharfschützenbogen. Auswählen. Oh, da fehlt mir noch ein Waschbärknochen. Okay, also dran denken, wenn irgendjemand Waschbären sieht, die brauche ich. Und rein. Kann ich mir das irgendwie anzeigen lassen? Aufgabe erstellen. Aktive Quest. Ach, ich kann mir eine Aufgabe erstellen, um dieses Zeug zu farmen. Ah. Ja, das will ich jetzt nicht. Ich würde nämlich gerne meine Vorräte für lange Reisen. Schnellreisepaket. 4 Stück habe ich schon. Ich kann 4-mal schnell reisen. Auch cool. Die Rache einer Tochter. Stufe 15. Okay. Scharfschützenbogen. Köcher Upgrade 2. Achso. Aufgabe abbrechen. So. Kann ich mir also selbst Aufträge machen? Das ist ja auch ganz cool. Okay, hier komme ich nicht rein. Mal gucken, was die Dame zu sagen hat. Der Krieger. Klingt, als hätte er Schmerzen. Ja. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er stirbt. Ich habe schon Sterbende gesehen. Aber nie unter solchen Schmerzen. Ich will stark sein wie du. Aber? Ja? Ich kann ihm gar nicht helfen. Ich habe nicht mal Traumweide für seine Schmerzen. In Lagern an Kriegspfaden östlich müsste welche sein, aber... Ich muss bei diesem Mann wachen. Könntest du vielleicht in den Lagern nachsehen? Die hat gar kein Quest-Symbol, oder? Glaube ich. Du hast gesagt, du wärst gern stark wie ich. Du weißt also, wer ich bin? Tu ich. Ich weiß, viele wollten dich bei der Erprobung nicht. Aber ohne dich wären alle gestorben. Das ist korrekt. So viel wissen wir also. Gebraucht wurde die Person, die der Stamm nicht wollte. Ich würde mir gern deinen Mut borgen. Für ihn. Du musst nichts borgen, was du schon besitzt. Ich hoffe es. Wer ist dieser sterbende Krieger? Wie wurde der Mann in deiner Obhut verletzt? Und wie wurde er verletzt? Er gehörte zum Kriegstrupp und wurde unten am Grat verletzt. Er war zu schwach für die Reise nach Mutterherz. Darum brachten sie ihn her. Ich soll ihn trösten, doch ich kann ihm nur zuflüstern. Ihn ans Lächeln seiner Mutter erinnern. Mhm. Es hilft mir jetzt noch nicht viel weiter. Konntest du den Hinterhalt sehen? Hören? Explosionen und Schreie und das Geheul von Maschinen wie Monster. Davon stöhnt und murmelt er dauernd. Albtraummaschinen, die jeden in Stücke reißen. Könnte ich ihm nur helfen, all das zu vergessen und in Frieden zur Urmutter zu gehen? Sag nochmal, was du brauchst. Traumweide. Traumweide. Ein Öl aus der Rinde der Wasserweide, das Schlaf bringt und Schmerz betäubt. Ich habe nichts mehr. Aber Jäger haben Lager an Kriegerpfaden, wo Tiere und Maschinen nicht herankommen. In Lagern an Kriegerpfaden im Osten müsste noch welche sein. Und die nächste Quest. Du bist jung für eine Heilerin, nicht wahr? Ja. Ich lerne noch die Grundlagen. Alle wahren Heiler werden in Mutterherz gebraucht. Außerdem gibt es für diesen Krieger keine Heilung. Was er braucht, ist jemand, der ihm beisteht. Und das kann ich tun. Okay, dann suchen wir wohl nach der Traumweide. Wenn sie unser Level hat, können wir das sofort machen. Ich suche in den Lagern nach Traumweide, wenn ich es schaffe. Wirklich? Danke. Ich möchte doch nur das Leid dieses Mannes lindern. Sehr nett, ne? Das zuckt immer so ein bisschen durch die Verzögerung, wenn ich die Kamera wieder einschalte. Ach, das war doch die Quest. Okay. So, mal gucken. Nebenquests. Schmach und Schmerzen, guck mal. Können wir direkt machen. Ist ja cool. Wo ist das? Allmächtiger.
Aber man muss echt weit reisen die ganze Zeit. Vorratslager 1, Vorratslager 2. Okay. Und hier ist ein Läuferareal. Und das hier wollte ich mir eh nochmal angucken. Das ist ja ganz cool. Ups. Ach, hier wäre der richtige Aufgang gewesen, ne? Aber bin ich jetzt am Lagerfeuer schon vorbei? Wo war das? Das habe ich gar nicht gesehen. Endlich. So. Dann gehen wir mal zum ersten Lager. Endlich mal was machen hier, ne? Ist ja nur am Laufen gewesen die letzte halbe Stunde. Ja, sorry, dass ich hier alle Blumen loote, aber ich weiß ja noch nicht, was... Ich brauche das anscheinend alles. Ist schon oft genug vorgekommen, dass ich irgendwas nicht hatte. Deswegen muss ich mir erstmal ein bisschen... Was macht sie? Was für ein Signal? Alte Trümmer, Behälter, okay. Truthahn, nee. Läufer ist da hinten. Und hier ein Fuchs. Okay, keine Gefahr in Sicht. Dann gehen wir erstmal da runter und looten das, ne? Oh, altes Gefäß, Bogen Spezial. Okay. Erstes altes Gefäß gefunden. Sammelobjekte. Aha. Ein gesprungenes, abgenutztes Gefäß, das den Alten lieb und teuer war, scheint die Torlande zu zeigen. Sets von alten Gefäßen können in Meridian gegen wertvolle Belohnung eingetauscht werden. Cool. Hi, Yasu. Was haben wir hier? Das hatten wir doch schon mal. Altes schwarzes Armband. Verkauf gegen Metallscherben. Okay. Warum wird mir die jetzt nochmal angezeigt? Verstehe ich nicht. Und das hier. Das haben wir ja schon. Okay, cool. Wir haben ein kleines Secret gefunden, ne? Passt der Ton eigentlich so? Oder meine Stimme zu laut oder zu leise? Das nehme ich doch mit. Naja, ich habe ein bisschen Angst, dass hier noch irgendwo Wächter sind. Instant down. Sehr cool. Ich weiß, die kann ich auch als Reittiere nutzen, aber das will ich gerade noch nicht. Ich will eigentlich eher ein bisschen rumlaufen. Was war das für ein Geräusch? Das Spiel ist verdammt geil. Wenn man die Steuerung drauf hat, nicht so wie ich, dann macht es wahrscheinlich noch mehr Spaß. Und ich habe ja noch nicht viel gesehen vom Spiel, ne? Ist das hier wieder ein Händler?
Ja, der hat auch diese Karten. Ups. Das wollte ich gar nicht. Ich habe ein bisschen zu früh gedrückt gerade. Da oben ist das Vorratslager? Okay. Da oben müsste ein Lager mit Traumweide sein. Na, erstmal ja noch ein bisschen Rebholz plündern. Reinholz, nicht Rebholz. Okay. Das heißt, ich muss da irgendwo hoch mich dann runterlassen. Okay. Okay, wie komme ich da dran? Springen einfach? Ich habe Angst, dass ich da runterfalle. Ja, funktioniert, okay. Keine Traumweide, nur ein paar Scherben. Dumm gelaufen, ne? Allmächtiger. Gerade zieh dich hoch. Hallo? Nein! Okay, wo geht's hin? Die Sonne gibt sich heute wieder alle Mühe. Geradeaus durch, alles klar. Oh, was da drüben Schönes. Oh, das sind aber viele. Ist da auch was Böses dabei? Naja, das sind alles nur Graser, ne? Kann ich nicht überbrücken. Erst muss ich mehr über sie erfahren. Oh, jetzt werden die alle aggro, oder was? Es sind aber keine Bösen dabei, oder? Nee. Sind alles nur die Viecher, die wegrennen. Können von mir aus wegrennen. Ich gehe ihn erstmal aus dem Weg, genau. Da oben. Wo? Da oben. Vielleicht gibt es ein Lager mit Traumweide an diesem Kriegerpfad. Wahrscheinlich wieder Kletter-Action. Komme ich hier hoch? Sieht nicht so aus, ne? Ne. Den kleinen Vorsprung da oben, oder was? Anscheinend schon. Ja, gehst du mal hoch? Das verstehe ich noch nicht. Manchmal geht er hoch, manchmal nicht. Ah. So. Wieder nix. Jemand scheint die Traumweide in diesen Lagern mit dem Scherben getauscht zu haben. Ach ja. In diesen Lagern ist keine Traumweide. Das wird Fia interessieren. Oh.
Okay, jetzt muss ich noch rausfinden, wie weit ich springen kann und wie weit ich nicht springen kann. Ducken wollte ich. So. Guck mal da, wie süß. Der hat mich gesehen. Hätte ich auch überbrücken können jetzt, ne? Naja. Wumpe. Wo ist der andere? Hier. Der hat was Blaues, das ist nett. Ein Wächterherz, perfekt. Wo muss ich denn jetzt hin? Ah, wieder zurück. Okay. Ich kann Wächter überbrücken? Wie geil ist das denn? Das ist ja richtig cool. Das heißt, ich kann auf Wächtern reiten? Ich kann echt auf Wächtern reiten? Wie cool. Kann ich die überbrücken? Haha, keiner mitbekommen, ne? Krass. Aber überbrücken kann ich die alle nicht. Das ist schade. Wir sind wieder abgehauen. Bei den Toten gibt es Kollisionsabfrage. Sehr geil. Gut, warum darüber? Sorry, Reinholz. Reinhold muss ich mitnehmen. Ohne Reinhold geht gar nichts. Was ist das hier eigentlich? Nichts. Wildschwein. Nee, Wildschweine brauche ich nicht. Aber ich kann auch schneller schwimmen. Das ist ja cool. Erstmal speichern, ne? Ich will jetzt noch keine Schnellreise verschwenden. Ich... Ich habe nur 4. Ich weiß nicht, wie schnell man die bekommt. Wie oft man die nutzen kann. Ich habe keine Ahnung. Wenn ich mal rausgefunden habe, was für Blümchen ich wirklich brauche und so, dann bleibe ich auch nicht mehr so oft stehen. Ups. Halten, überbrücken. Ja, cool. Geht das noch? Oh, shit. Jetzt greift er mich an. Das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte doch überbrücken.
kommen hinterher, ne? Alter. Alter. Lass das sein. Oh. Da war doch noch einer. Jetzt will ich das nochmal probieren. Da hinten. Er ist immer noch im Suchmodus, der Junge. Oh. Nein. Ach, Kacke. Da drüben, guck mal, was da rumsteht. Ein Wächter wieder. Naja. Schade. Er ist weggerannt. Warum der eine mich angreift und der andere wegrennt, habe ich auch keine Ahnung. Guck mal da. Da probiere ich jetzt nochmal mein Glück mit Präzisionspfeilen. Hier ist Strömung, ne? Ich finde das so geil, dass hier wirklich Strömung ist. Ich muss das ja erstmal rausfinden. So, und jetzt von hier aus ins Gesicht. Wie geil ist das denn? Alter, bleib hier. Yes. Der müsste doch jetzt... Ich hab den noch gar nicht getroffen. Hat das jetzt gezählt für die Quest? Ich habe Präzisionspfeile doch drin momentan. Ich guck nochmal, um sicher zu gehen. Präzisionspfeil mit dem Scharfschützenbogen. Da probieren wir es nochmal. Überbrücken kann ich hier direkt machen. Wie geil ist das denn? Ich will so einen reiten. Boah. Yeah. Meiner. Ich muss herausfinden, wie ich mehr Maschinen überbringe. Und du? Kämpft er für mich? Ja, geil. Den kann ich also nicht reiten. Der kämpft jetzt für mich. Oh, Gottes Willen. Leckt mich. Der andere wird natürlich auch irgendwann aggro, ne? Der metzelt jetzt hier halt durch. So geil. Ups. Ja, metzel du mal. Ich lauf weiter. Habe ich jetzt irgendwas da bekommen bei den Tutorials? Nee. Okay. Aber das ist ja cool mit dem Überbrücken, ne? Kann ich den trotzdem eigentlich abschießen? Naja, jetzt ist er zu weit weg. Ich komme nicht mehr hin. Sehe ich ihn nicht mehr. Naja, keine Ahnung. Es haben nur eine gewisse Zeit. Guck mal, da stehen sie und trauen sich nicht, mich anzugreifen. Kommen die? Oh. Nee. Oh.
Gehen wir aber mal die Quest ab. Geben wir erstmal die Quest ab, ne? Wo denn? Hä? Ich muss doch nicht zu dem Typen, sondern ich muss hier hinten hin. Genau. Ups. Entschuldigung. Du bist zurück. Ich war schon an diesen Lagern. Da waren nur ein paar Scherben. Das ist seltsam. Wer würde Traumweide stehlen? Vielleicht hat John welche gesammelt. Frag ihn doch mal, wenn es dir nicht so weit ist. John? Du sagtest, ein gewisser John hat vielleicht Traumweide? Ja. Er ist zwar Einsiedler, pflückt aber für den Stamm Kräuter und braut Medizin. Allerdings lebt er westlich von Mutterkrone und die Maschinen in der Region sind etwas lästig. Was für Maschinen? Schwinderer. Und Sägezähne. Oh je. Sehr gefährlich. Kennen wir. Und Sägezähne. Ich werde gehen. Leb wohl. So. Rede mit Fia, finde Jun. Mutterkrone müssen wir eh irgendwann, ne? Da geht, glaube ich, die Main-Story weiter. So, jetzt würde mich aber nochmal interessieren, was das hier ist. Vielleicht war ich auch schon dort und habe es einfach verpeilt. Aber ich würde gerne mal wissen, was das ist. Ups. Soll ich immer auf Springen, wenn ich looten will? Gut. Ihr wisst schon. Muss ich looten. Ich muss wahrscheinlich hier außen rumlatschen, ne? Da hinten ist das, okay. Oh! Trut Arsch. Keine Ahnung, ob ich die getroffen habe. Was wohl da unten ist? Tja, wir werden es gleich rausfinden. Oh mein Gott. Ja. Soll ich das riskieren? Wie komme ich denn da runter? Oh. Okay, so komme ich nicht da runter. RIP. Klares RIP. Aber da muss man ja irgendwie hinkommen, ne? Finde ich aber gut, dass man hier nicht einfach irgendwohin runterspringen kann und nicht stirbt. Finde ich ganz cool so. Hoppala.
Mein erstes Fallschaden-Rip. So, es muss ja aber irgendeinen Weg runtergeben. Wenn die schon sagt, was wohl da unten ist, dann wird es ja wohl hier irgendwas geben, wie ich da runterkomme. Das ist nicht ganz so hoch, oder? Da drin. Noch ein Signal. Ein Signal? Wo ist denn hier ein Signal? Noch ein Signal. Ist das das Signal? Da? Lagerfeuer. What? Okay, ich gehe mal kurz ans Lagerfeuer, nur falls ich verrecke, dass ich nicht nochmal den ganzen Weg laufen muss. Irgendwie muss man ja da runterkommen, oder? Sieht jemand was? Irgendwas, wo ich mich ranhangeln kann oder so? Ich sehe nichts. Da drüben? Vielleicht diese... Normal ist das immer gelb markiert. Okay, ich gehe nochmal darüber. Hier scheint es den offiziellen Weg zu gehen, oder? Scannen wir gleich mal. Was wohl da unten ist? Was ist das? Ne, das ist ein Truthahn oder so. Ein Wildschwein. Nichts. Nichts. Ach, guck mal. Das hilft mir jetzt auch nichts. Aber das ist noch drei Ebenen groß, das Ganze. Wie krass. Aber wie komme ich da hin? Da vorne zur Kante? Ah. Okay. Wahrscheinlich eh noch viel zu hoch für uns. Ah. Metallblume. Du bist ein Rätsel, das noch auf einer... Metallblume, haben wir schon gesehen. Konnten wir auch kaufen. Die Karte für die Metallblumen konnte ich kaufen beim Händler, ne? Oh, das haben wir auch das erste Mal. Fuchsknochen. Objektherstellung, Geschäfte mit Händlern. Okay, erste Metallblume gefunden. Yeah. Eine
Eine seltene Metallblume von Sammlern geschätzt. Tausche Sets von Metallblumen gegen wertvolle Belohnungen. Okay. Das ist keine Höhle. Das ist eine Ruine. Oh, Spannung. Das ist sowas, wie wir am Anfang auch durchgemacht haben da, ne? Wo wir noch ein Kind... Ach, das ist okay. Wie wir noch ein Kind waren. Was ist das da vorne? Ups. Diese Zahlen, die müssen mit den Abschnitten eines Kreises zusammenhängen. Oh, Rätsel, ich freue mich. Ihr kennt es ja aus Skyrim, ich bin ja der Rätselkönig. Elektromagnetische, das ist der Sicherheitsmechanismus, okay. Rotes Licht, ich komme nicht rein. So etwas habe ich nicht mehr gesehen. In den Geräten sind keine Energiezellen. Ich brauche also Energiezellen. Um sie in Gang zu bekommen. Neue Nebenquest, altes Waffenlager, Stufe 25. Yo. Okay. Ich gucke mich jetzt trotzdem hier nochmal ein bisschen um. Oh, ist ziemlich düster hier alles, ne? Aber sonst ist hier nichts. Das heißt, ich komme jetzt erst... Und wenn ich die jetzt aktiviere, würde ich gerne mal sehen. Nebenquest. Altes Waffenlager aktiviert. Auf der Map anzeigen. Wie kann ich denn wieder zurück? Alloy? Y? Achso, da springt er mal wieder hoch. Ach, hier komme ich hoch. Ah. Wie komme ich wieder zurück? Ortskarte aufrufen nach unten, okay. Ja, das ist nur der Eingangsbereich, okay. Aber diese Quest sehe ich jetzt nicht, wo ich da hin muss. Okay, gut. Wahrscheinlich gibt es Energiezellen einfach überall irgendwo verteilt und man muss die halt finden. Ich habe keine Ahnung. Okay. Ja, dann haben wir nur noch das hier. Schmach und Schmerzen. Langhals, auf den könnten wir mal hochklettern. Jagdgebiete-Quest. Und hier die Tutorials, die verstehe ich aber noch nicht. Weil hier erledige Wächter mit Präzisionspfeil ins Auge. Habe ich gemacht. Gibt aber nichts. Du hast eine starke neue Waffe erlangt, den Scharfschützenbogen, der neue Arten von Munition abfeuern kann. Diese Kampfherausforderung soll dir helfen, den Umgang damit zu erlernen und das Können zu verbessern. Das gibt Fett XP und ich, keine Ahnung. Ach, das ist nicht der Katschu-Scharfschützenbogen. Jetzt verstehe ich das. Ups. Das heißt, ich müsste jetzt Inventar, Waffen. Das heißt, die kann ich gar nicht mehr machen, weil ich meinen Scharfschützenbogen verkauft habe. Weil das hier ist ja der Jägerbogen. Wie kann ich denn eigentlich ausrüsten? Der ist rechts, der ist oben, der ist links. Okay. Was muss ich mit dem Katscha-Scharfschussbogen machen? Tutorials. Hier. Entferne Maschinenteile mit Zersprengerpfeilen. Ach, okay. Und die Zersprengerpfeile sind die, ne? Die hier. Ja, können wir das doch mal probieren jetzt. Aber trotzdem muss ich noch die andere Quest anwählen. Und zwar
Hauptquest machen wir dann Spur der Kriegsherrin. Begib dich zu Sonas letzten bekannten Aufenthaltsort. Das machen wir. Weil hier unten kann ich eh nichts machen. Boah, nice. Hier unten kann ich eh nichts machen, bevor ich keine zwei Energiezellen habe. Und abrutschen, Kleine. Hallo. Okay. So, wo muss ich hin? Okay. Hier ist auch noch irgendwas, sondern das ist nur noch weiß, ne? Und da ist auch der Langhals. Das ist ja cool. Ist jetzt eigentlich meine Questmarkierung weg? Ja, die ist weg. Ah, wenn's jetzt sehe ich es aber. Wenn es grün ist, dann habe ich das erforscht, ne? Da ist der Händler. Oh. Oh, shit. So, komm her. Sammel doch. So, kurz speichern noch. Ja, ich bin wieder ein bisschen schlauer. Das ist ja cool, da können wir mal den Langhals. Ich glaube, der Langhals, wenn man da ganz oben ist, deckt der, das habe ich mal gesehen in dem Intro-Video. Dein Fokus empfängt ein Signal. Was denn bitte? Hier, von dem Truthahn? Oder von dem Läufer? Ich verstehe es jetzt nicht. Was die mit dem Signal meinen. Hier ist doch nirgends etwas. Keine Ahnung. So, jetzt pass mal aus. Probieren wir das mal abzusprengen. Ich kann nicht mehr herstellen. Das heißt, ich guck mal, dass ich mich irgendwie ranschleichen kann, ne? Kann ich mich hier irgendwo verstecken? Da ist zumindest mal Gras. Dann kann ich mir die Umgebung ein bisschen absuchen. Hier, guck mal. Was ist der? Oh, das ist ein Dings, ne? Das ist ein Plünderer. Scheiße. Yeah. Zack! Oh Gott, da kommt noch einer. Duck dich. Hat er mich gesehen? Ja, er hat mich gesehen. Wo ist er? Ach, der liegt schon da. Das war nur ein kleiner. Ah, fuck. Zack. Tot! So, hier ist noch einer. Falscher Knopf. Ah, klar kannst du mich gut kurz stören, Della Papili. Nein, Papi. Grüß dich, natürlich darfst du mich kurz stören.
Ich hab bloß, der Chat ist so weit hier drüben, deswegen sehe ich da nicht so genau immer, wenn ich auf der Blazy spiele. So, jetzt müssten wir aber hier. Jetzt müssen wir hier. Ich habe doch Maschinenteile entfernt jetzt mit dem Ding. Die sind da dran, Pum, und dann sind die abgeplatzt. Muss ich die jetzt noch looten? Dann müssen die ja da vorne liegen, ne? Ach, guck mal, da liegt was. Cool. Metallgefäß. Zählt das jetzt? Ups. Nein, auch nicht. Ach, weil es ein Metallgefäß ist und kein Maschinenteil, oder was? Ich muss also Maschinenteile absprengen. Steht da was, wie ich das mache? Nee. Okay, der Langhals ist noch ein bisschen weiter weg. Alles klar. Wo diese Maschinen hergestellt werden, müsste ich einen Weg finden, sie zu überbrücken. Ist das ein Reißzahn? OMG. Sägezahn? Scheiße. Schwäche, Feuer und Schilddurchdringung. Ich glaube, mit dem will ich jetzt erstmal nichts zu tun haben. Ups. Warum ist eigentlich hier eine Markierung? Ich habe keine, wollte keine Markierung machen. Ach, wenn man auf dem Weg markiert, dann zeigt er mir die Wege. Wenn ich hier einfach mittendrin markiere, zeigt er mir nichts. Okay. Jo, darf ich dich kurz stören? Ich habe ja gesagt, ja, jetzt ist er wieder weg. Anscheinend. Okay, kann ich machen. Kann man nicht ändern. Sonst ist alles voll, ne? Ups, jetzt habe ich die falschen Pfeile ausgewählt. Ich wollte das hier auswählen. Ich bin jetzt mal auf den Langhals gespannt, wie der aussieht. Ich höre ihn schon. Da ist er, Alter. OMG. Was für ein Riesenviech. Also muss ich irgendwie da hoch. Langhals. Das Questmenü. Springen auf den. Ja, dann machen wir erstmal das hier. So, zack, verfolgen. Oh Gott. Okay. So geht's anscheinend nicht. Macht er mich einfach platt. Das ging fix. Ja, wahrscheinlich der Langhals, ne? Okay, ich muss zum Kopf des Langhalses hinauf. Hier, Langhälse. Wenn das eine Quest ist, dann müssen wir die wohl machen. Erstmal scannen. Irgendwas ist doch hier schlecht. Okay.
Stärke, Auftritt. Hallo, ich drücke R1. Schön leise jetzt. Spring auf den Rücken des Langhalses. Okay, ich muss da hoch, da vorne. Schätze ich jetzt mal. So. Kommt er wieder? Ich würde den mal gerne mal abscannen und dem seine Route verfolgen, wenn das möglich ist. Wahrscheinlich, ich glaube, hier kommt er auch nicht vorbei. Ich glaube, ich muss noch weiter, ne? Wo kommt das Ding denn her? Von ganz da drüben. Spring auf den Rücken des Langhalses. Ja, von hier aus bestimmt nicht. So, ich muss irgendwie noch hier hochkommen. Ich muss hier auch aufpassen, weil... Von hier aus müsste ich leicht auf den Langhals springen können. Okay. Hier aus? Kommt der? Kommt doch gar nicht hier vorbei. Hier! Oh Gott, ich trau mich nicht. Okay, jetzt muss ich nur noch zum Kopf rufen. Oh mein Gott. Ist das geil, ne? Ich habe Angst, dass ich hier runterplumse. Okay. Halt dich fest, gut. Überbrücken. Nur ein bisschen noch, dann kannst du wieder herumwandern. Sehr cool. Und nu? Zeig mir die Map oder so an, ne? Allmächtiger. Wie viel Zeugs hier zu tun ist. Ist ja krass. Ach, Notizbuch können wir mal gucken, ne? Maschinen. Langhals da unten. Dieser Riese lässt sich nicht stören. Er umkreist sein Gebiet und beobachtet Maschinen und seine Umgebung. Hat Außenhülle, die die synthetischen Muskeln und Betriebssysteme schützt. Schwächen keine Stärke alles. Unverwundbar wahrscheinlich. Klettergriff, Radar, Körper. Ja, der hat nix. Quests. Langhälse. Okay, das war's. Finde Jun. Nee, ich will erstmal die Hauptquest weitermachen. Ah, ich war schon noch aktiviert, okay. Abseilen. Oh, Alter. Oh
Okay, alles klar. Bitte nicht auf mich drauf treten, danke. So, nu? Ah ja, jetzt müssen wir da vorne hin, genau. Beobachte Ereignisprotokoll. What the hell? Datensammelpunkte. Hier war das. Okay. Was auch immer mir das bringt. Ich habe keine Ahnung. Aber das werden wir alles noch rausfinden. Das scheint sehr groß zu sein, das Spiel. Hierher, Della Papi ist anscheinend wieder weg. Wollte mich anscheinend doch nicht stören. Nützlich für eine alte Rezeptur. Ist hier irgendwo ein Lagerfeuer in der Nähe? Natürlich nicht. Zählt das jetzt als abgeschlossen? Überbrückt. Okay, das ist cool. Das hier ist natürlich noch nicht abgeschlossen. Okay, ich habe sozusagen noch gar nichts abgeschlossen. Ja, so läuft's in diesem Spiel. Das muss der Hang sein, von dem Sonas Bote erzählt hat. Ich höre die ganze Zeit noch die Schritte von diesem Langhals. Das ist ziemlich geil. Okay, und nu? Okay, ich muss da hoch. Dann war das da vorne wahrscheinlich schon richtig. Da muss ich einfach da rumlaufen. Da. Eine frische Beute. Gerade gehäutet. Zona und ihre Krieger können nicht weit sein. Fährte aufnehmen oder sowas? Geht das? Nö. Nee. Die Kriegsherren, sie müssen sich kurz ausgeruht haben. Es war sicher nicht leicht, nach dem Überfall weiterzumachen. Untersuche das Gebiet. Pfeilreste. Untersuche die Pfeilspitzen. Was ist hier noch? Das ist Verbandszeug. Das ist schon geil, die Viecher, ne? Hier haben Krieger Munition hergestellt. Bote war nicht ihr einziger Verwundeter. Mhm. Das könnte eine Blutspur sein, der ich folgen kann. Ich sollte meinen Fokus einsetzen. Der alte Bogen hat schon viel erlebt. Niemand hätte ihn freiwillig zurückgelassen. Sona hat Verluste hinnehmen müssen. Spur verfolgen. Finde ich sehr cool gemacht übrigens, dass man den Fokus dann wieder ausschalten kann und dann die Spur einfach so sieht, ne? Ist richtig nice. Spuren. Stiefel und Blut. Anscheinend wollten Sona und ihre Krieger zu diesem Berg. Anscheinend. Warum ist hier jetzt hohes Gras? Also das hier dürft ihr euch nicht allzu schwer vorstellen, ne? Wenn es so gelbe Dinger sind und man drückt nichts, sondern nur in irgendeine Richtung hüpft er automatisch. Will man ja nicht hier überdramatisieren, das Ganze, ne?
Hier muss ich allerdings richtig springen. Wo ist die Spur? Die endet hier. Hallo? Hier. Da vorne. Das hier oder was? Ja. Sägezahn. Vielleicht hat Suna ihn erledigt. Vielleicht. Sie könnte ganz in der Nähe sein. Wo ist der da? Sägezahn. Ich sehe keinen. Das hier auf dem Boden? Das hier? Nee. Wo ist denn hier ein toter Sägezahn? Ach, da vorne auf der Klippe. Dum, dum, dum. Oh oh. Oh, jetzt muss ich gegen den Sägezahn kämpfen. Schleicht er sich an? Der schleicht sich an. Oh mein Gott. Da ist die Suna. Oder? Ja, das ist doch die aus dem Camp, ne? Dein Glück, dass ich vorbeikam. Eine Sekunde später und der Sägezahn hätte dich erwischt. Ich hatte noch eine halbe, um ihn selbst zu erledigen. Das reicht ja, natürlich. Dann bist du Kriegsherrin Suna? Baal hat mich zu dir geschickt. Wie ging es am Tor? Es hielt bestens. Er hat selbst eine Maschine tapfer erschlagen. Er sorgt sich um dich. Unser Stamm braucht Stärke, keine Gefühle. Ich habe einige der Mörder bei der Erprobung gesehen. Ich will Rache. Du auch? Oh, verlass dich drauf. Zeig es mir. Leih mir deine Kraft. Komm mit. Jo, machen wir. Ha, da war noch meine Hand kurz. Geil. Mal gucken, wie ich das rausbekomme. Muss ich irgendwie verzögern. Haben unsere Feinde Maschinen aus der Erde. Okay, 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 okay. Ah! Nein, 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 nein. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Wie komme ich hier wieder hoch? Scheiße. Ich komme ja nicht mehr hoch, ne? Scheiße. Ein Krieger muss wissen, wo er hintritt. Du bist nicht die Erste. Boah. Wir haben Griffe angelegt. Skill. So einen habe ich zur Strecke gebracht. Bei Mutters Wacht. Gewagte Behauptung. Ich hoffe, du wirst dir gerecht. Puh. Jetzt habe ich gar nicht zugehört. Was will ihr denn jetzt von mir? Folge Suna, okay. Ja, dann kann ich immer noch nicht herstellen, ne? Nee. Wo sind wir eigentlich? Warum wird die Karte nicht? Ah, jetzt wird sie angezeigt. Der Tag bricht bald an. Gut so, sehe ich wenigstens wieder was. Vor Stunden haben sich Krieger unten im Wald versteckt. Auf mein Signal greifen sie an.
Unsere Feinde und ihre Maschinen sind in der Überzahl. Aber wir haben den Zorn auf unserer Seite. Vielleicht haben wir mehr. Wie das? Das ist Lohe. Wir verbrennen es, sie sprengen damit. So entstand diese Grube. Wir zünden es also an und dann... Boom. Boom. Dann lasst uns beginnen. Wow, warte. Nicht so schnell. Gib mir etwas Zeit, mich zu nähern. Wenn sie mich bemerken, feuert. Okay. Mal sehen, wie es läuft. Was haben wir hier? Vorratskiste. So, erledige die Kultisten und verdorbene Maschinen. Zerstöre die Lohbehälter optional. Okay. Gib mir das Zeit, mich zu nähern. Soll ich jetzt einfach da runter? Dann bin ich ja mittendrin im Chaos. Da gibt es noch einen anderen Weg. Was ist das hier? Kurz scannen. Kultisten-Scharfschütze. Gottes Willen. Oh! Falscher Knopf. Komm wieder hoch hier. Okay, ich gehe einfach mal runter. Kann ich hier nicht speichern? Hier ist kein Lagerfeuer. Das wird niemals was. Und sie haben mich natürlich schon bemerkt. Alles klar. Oh, klar! Krieg. Fuck! Doppelhit, ne? Macht schon Fun! Echt? Shit. Das ist die Lohbehälter? Was will denn der da oben von mir? Ich sehe was. Ich habe gedacht, es wären die Lohbehälter. Suche abbrechen. Ziel gefunden. Oh, echt? Oh, wie kann man denn so viel vorbeischießen? Du bist erledigt. Ich habe keine Muni. Thank you.
Bleib da, Junge. Leb wohl, du Narr. Oh, fuck. Nein! Ich wollte hier die normalen nehmen für den Typen. Aber jetzt gehen wir einfach hoch mal an den Blatt. War hart. Erstmal looten, ne? Erstmal looten. Okay, einen Zünder hat der gehabt. Das ist gut. Das heißt, ich kann die hier wieder herstellen, ne? Zwar nicht so viele, aber ein paar. Was? Was ist da noch drin? Das brauche ich aber. Plünderer Herz. Rohstoff 30 von 30. Habe ich da echt schon so viel? Wo sind denn die? Die sind hier gar nicht da. Hä? Da stand doch 30 von 30, oder? Wächterherz und Plünderherz brauche ich aber auch. Ich weiß, was ich wegwerfen kann. Ich habe 100 Zünder. Jetzt pass mal auf, wenn ich 100 Zünder habe. Zersprengerpfeil. So, jetzt gucke ich mal kurz nach, was der herstellt. Nein. Munition. Nee. Hier, Zersprengerpfeil kostet. Ach, das sind Echohülsen. Jetzt verstehe ich das. Das sind Echohülsen. Dann mal kurz gucken. Inventar. Müssen wir mal was herstellen. Vielleicht können wir ja mal... Ich habe noch zwei Fertigkeitspunkte. Was, wo ist das denn? Bei... Hier haben wir nichts Neues. Beutel, Beutel, Beutel. Wo war das denn? Das war doch bei Inventar. Nach Herstellen hier. Kapazität. Waffenbeutel. Das brauche ich nicht. Ich bräuchte eigentlich das hier. Scharfschützbogenköcher. Kann ich immer noch nicht. Ich brauche immer noch einen Waschbär. Rohstoffbeutel. Oh, reichhaltiges Fleisch. Kacke. Ach, überall Fleisch. Fettes Fleisch. Warum brauche ich denn Fleisch für einen Munitionsbeutel? Verstehe ich nicht. Vergrößere einen Stolperfall. Munition. Das kann ich machen. Da habe ich sehr, sehr viele voll von. Dann ist zumindest. Aber da geht ja auch nichts. Wird ja auch nichts frei. Das ist doch kacke. So, was schmeißen wir denn weg? Was haben wir denn? Viel zu viel Lohe. So. Und hier haben wir Zünder, haben wir auch genug, ne? So. Ne, nicht die Lohe. Ich will den hier looten. Das hier. So, jetzt muss ich mal gucken. Eins. Da stand 30 von 30. Warum stand das da? Verstehe ich auch nicht. So, ich gehe ganz kurz Pipi machen. Bin gleich wieder da.
So. Hast du alles? Ja. Okay. Gut. Wir haben hier noch was Neues. Notizbuch. Maschinenarten haben wir was Neues. Was ist denn neu? Ups. Das hier oder was? Verdorbene Maschinen. Verdorben sind Maschinen stärker und aggressiver als in ihrer ursprünglichen Form, was sie zu sehr gefährlichen Gegnern machen. Ach, deswegen war dieses rote Flimmerzeugs auf dem Boden. Okay, wieder was gelernt. Und ich habe noch 2 Fertigkeitenpunkte. So, das haben wir alles schon. So, hier wollte ich hin, ne? Schwere Speerangriffe schlagen Maschinen schneller nieder. Kostet 3. Okay, sammeln wir. Das will ich auf jeden Fall haben. So. Wir haben ja alles gelootet, glaube ich. Scannen wir nochmal kurz. Das sind die guten, ne? Das sind noch Vorratskisten. Okay. Ah, guck mal, da liegt auch noch was rum. Lohbehälter. Kultistenscharfschütze. Okay, wie komme ich da hin? So, anscheinend. Ist das hier der Lohbehälter? Verstärktes Holzfass. Ein Händelohe. Hochentzündlich. Ah, da hätte ich können. Jetzt verstehe ich das. Da hätte ich draufschießen können mit meinen Brandpfeilen. Test mal, ob das geht. So, hier machen wir erstmal wieder ein paar. Hier kann ich keine mehr machen. Das heißt, wir machen es mal mit dem, ne? Verstanden. So, gibt es noch irgendwas? Da liegt noch was rum. Und wer läuft da hinten? Ach, das sind die Nora-Krieger, okay. Gut, komm. So. Es ist nicht vorbei. Es waren viel mehr beim Hinterhalt, viele mehr. Wenn es sein muss, jage ich diese verfluchten Dreckskerle bis nach Speerweiten. Oh ja. Du bist verletzt. Du verlierst Blut. Meine Gesundheit geht dich nichts an. Niemand zweifelt in deinem Können. Aber du brauchst Ruhe. Sie hat recht, Kriegsherrin. Gib deinen Wunden Zeit zum Heilen. Wahl, was machst du denn hier? Du solltest dieses Tor mit deinem Leben verteidigen. Das habe ich auch. Bis dein Bote kam, um von seinem Treffen mit Aloy zu berichten und von deinem Standort. Das Tor ist bestens bewacht. Mein Platz ist hier, bei dir, für die Vergeltung. Das ist man mir schuldig. Ich könnte mich hier mal umsehen. Vielleicht finde ich heraus, wo die anderen Mörder sind. Tu, was du willst. Wie alle anderen. Mutter. Okay. Rede mit Sona weg. Untersuche die Ausgrabungsstätte. Yeah, machen wir. Müssen wir wohin? Spur markieren. Cool. Hier? Was liegt da denn? Ja. Okay. Scannen vielleicht? Lieutenant, Sie haben die angeforderte Lohe für die weitere Ausgrabung erhalten. Hier im Metallring habe ich als Vorsichtsmaßnahme den gesamten Vorrat in einem Unterstand gelagert. Sorry. Sicher vor Funken und Blitzschlag. Und ich habe Posten vor den Eingang gestellt. Ich empfehle dringend, Ähnliches zu veranlassen. Oder die Konsequenzen zu tragen. Nachschubmeister Tiran, Ende.
ein Lohe-Vorrat in ihrer Basis. Wenn man den sabotiert, gewinnen wir. Okay, hört sich gut an, das machen wir. Das heißt Schleich-Action wahrscheinlich. Ups. Ich hab etwas. Die übrigen Mörder haben ihr Lager in einem Metallring. Weißt du, was das ist? Verdammt. Der Metallring ist innerhalb von Teufelsleit. Der Ort ist verboten. Was heißt denn verboten? Ich werde zu den Erzmüttern gehen. Eine Ausnahme erbitten. Wir haben keine Zeit dafür. Es gilt Blut um Blut. Ist das Land verflucht, dann soll es unsere Vergeltung heiligen. Blasphemie. Bitte, Kriegsherrin, brich das Tabu. Teufelsleid ist ein verfluchter Ort. Vielleicht wird Aloys Suchersegen uns beschützen. Ich sende Späher voraus. Wir werden uns am Felsen über dem Roten Echo treffen und unseren Angriff dort beginnen. Klingt nach einem Plan. Bis später. Tschüssi. Tschüssi. So, was hat der gute Mann noch zu sagen? Aloy. Ich lass jetzt mal an hier, bei so Gesprächen. Ob du mir auch noch danken wirst, wenn du siehst, wo wir landen? Okay. Questbelohnung 1750 XP, das ist nice. Die Rache der Nora. Level 12. Wie viel sind wir denn eigentlich? Was für ein Level haben wir denn eigentlich? Aktuelle Stufe 12. Gut. Und ich habe 3, das heißt, ich kann das hier skillen. Warum ist eigentlich hier ein Plus dran? Leichte Schwerangriff. Warum ist hier ein Präzision Plus? Ah, okay. Das heißt, das ist was Passives. Das doch aber auch. Das wollte ich eigentlich mitskillen, weil das nutze ich am meisten. So. Inventar, was gibt's Neues? Was kenne ich noch nicht? Okay, alles klar. Fallen und Ränke. Detonierende Sprengfalle. Diese Falle wird auf dem Boden platziert und ausgelöst, wenn sie beschädigt wird. Wenn der folgenden Explosion beschädigt sie alles innerhalb ihres Sprengradius. Das ist okay. Die muss ich wahrscheinlich dort anbringen dann. Habe ich jetzt einen Fertigkeitspunkt dazu gewonnen? Weil es eben stand es erst da. Okay. Gut, wir müssen... Berichtet mich zum Roten Echo. So, jetzt wollte ich aber nochmal gucken, ob hier noch irgendwas in der Nähe ist. Jetzt haben wir nämlich 2 Stufe 12. Hier, das hier war doch auch in der Nähe, oder? Ne, das war ganz da oben, oder? Ups. Boah, das ist ganz woanders. Ups, warum gehe ich immer raus? Ich muss doch hier rüber. Nora Jagdgebiete, das müssten wir eigentlich auch mal machen, ne? Ach, da steht sogar dran, wie weit das entfernt ist. Wie cool ist das denn? Nebendran diese kleinen Fußspuren. Hier. Hier. Hier neben. Ich komme nicht so weit. Wenn ich so weit gehe, dann geht das weg. Scheiße. Ihr seht's. 924. Schmach und Schmerz. Ich glaube, ich würde mir gerne mal noch die Jagdgebiete angucken, bevor ich da hochgehe. Das war auch nur ein Stück weit hier runter, ne? Ja, ist schon ganz schön weit. Ich glaube, da nutze ich mal Schnellreisen. Wir haben 6 Stück mittlerweile. Komm, machen wir mal, oder? Ich will das mal testen. Das war das auf Zeit irgendwie diese Teile da machen, ne? War schon 23 Uhr wieder. Krass. Wie schnell die Zeit vergeht bei so einem Spiel. Unfassbar. Eigentlich bei jedem Spiel, was Spaß macht. Das Schnellreisen dauert durchs Laden halt schon recht lange. Na bitte. Was? Warum? Okay, ich kann speichern. Es schneit? Warum schneit's hier? So, ich muss da drüben irgendwo hin.
Okay. Was? Aber er ist tot, oder? Ups, das war falsch. Oh, ich hab noch Brandpfeil drin. Naja, egal, kriegt der Brandpfeil ins Auge. Auch in Ordnung. Ah, er kommt schon. Alter, was mach ich denn? Meine Fräse. Bin auch mal gespannt, ob man irgendwann eine Kiste bekommt oder so, wo man alles reinlegen kann. Wäre auch schon cool. Und das war jetzt mal ganz übel hier. Ich brauche wieder dieses Heilzeugs da. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Genau das. So, da müsste irgendwo der Jägertyp sein, da oben, ne? Hier ist auch ein Lagerfeuer, das ist nett. So, was will der jetzt von mir? Oh, du machst nicht mehr weiter? Kein Problem. Ich mach nicht mehr weiter, doch. Nur Teileprüfung, Holzstapelprüfung. Teste dein Geschick mit Pfeil und Bogen, indem du möglichst schnell Teile von Graserrücken abschießt. Ich bin gespannt, wie du dich anstellst. Bin gespannt, ich auch. Ich bin soweit. SSD einbauen, dann geht's schneller. Ja, genau. So. Prüfung am Seil starten. So, dann gucken wir erstmal. Nehmen wir die hier, ne? Nur Teileprüfung. Wird die jetzt hier angezeigt? Nur Teileprüfung. Entferne Behälter von Grasern. Okay. Habe ich den richtigen? Nee. Das hier. Steht da, wie viel ich brauche? In 1,30, um Gold zu bekommen. Okay. Geht schon los? Läuft die Uhr schon? Prüfung fehlgeschlagen? Warum? Warum trifft er mich? Nein, falsche Richtung. Warum ist die Prüfung jetzt schon fehlgeschlagen? Ich nicht ganz verstanden. Naja, gehen wir nochmal hoch, gucken wir gleich nochmal. Ja,
erstmal rausfinden, wie das funktioniert, das Ganze, ne? Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Jetzt zum Beispiel. Komm ich hier wirklich nur über diese Teile hier hoch? Ist ja auch nervig. Jetzt gucken wir mal. Oh, du machst nicht mehr weiter. Doch, ich will weitermachen. Nur Teileprüfung. Teste dein Geschick mit Pfeil und Bogen, indem du möglichst schnell Teile von Graserrücken abschießt. Prüfung annehmen. Hab viel Spaß. Prüfung am Seil starten. Entferne Behälter von Grasern. Warum sind die schon wieder da? Das schaffe ich ja niemals. Schaffe ich niemals. Alter, es bewegt sich auch noch in diesem Moment. Ja, wie willst du das schaffen? Ich habe doch eben eins abgeschossen. Warum zählt das nicht? Weil er dabei gestorben ist oder was? Wie blödsinnig ist das denn? Ups. Ach, für Bronze kann ich, habe ich 20 Minuten. Okay, das schaffe ich das. Bronze zumindest. Larissa, danke für den Follow. Kennt ihr euch auch mal rum? Oh oh. Der humpelt. Danke für den Follow, freut mich sehr. Dankeschön. So. Okay, das heißt, das andere Gold und so kann man später mal machen, wenn man wahrscheinlich auch schneller schießen kann und so. Wer ist denn da hinten? Nein, nicht zu mir drehen.
Ach, Junge. Das ist natürlich dann easy. Ich habe gedacht, es geht dann auf 4 Minuten oder sowas hoch und das hätte ich auch nicht geschafft. Gut. Prüfung abgeschlossen. Nice. Thumbs up. Endlich mal was. Endlich mal was geschafft hier. Larissa Mausi, Dankeschön. Machst das richtig gut. Das freut mich. Meinst du das Moderieren oder meinst du das Spiel? Die Steuerung. Weil die Steuerung habe ich null drauf. Ich lauf falsch. Komm, dann loopen wir erstmal noch ein bisschen. Ich habe echt mit der Steuerung noch zu kämpfen. Zumindest wenn wenn es ein bisschen actionreich wird, dann. Mal kurz. So. Da kommt man echt nur über diese Teile hoch, ne? Spielen und moderieren, ja. Ja, beides gleichzeitig ist auch gar nicht so leicht, wie man sich das vorstellt. Wenn man das noch nie selbst gemacht hat, das ist echt nicht so leicht. Du hast nicht nur das Spiel, du musst auch noch dabei irgendwas quatschen. Macht aber auch Fun. So. Nein, nicht hüpfen. Das meine ich mit Steuerung, kann der Gorbi gar nicht. Gut, du hast eine Halbsonne. Okay. Dann machen wir mal Holzstapelprüfung. Diese Prüfung zeigt, ob du die Umgebung zu deinem Vorteil zu nutzen weißt. Schieß auf die Stämme, damit sie umfallen und den Maschinen schaden. Ach, das ist Holzstapelfalle. Kannst du Maschinen erschrecken und sie in die Richtung fliehen lassen, die du willst? Prüfung annehmen. Die Zeit läuft, wenn du am Seil runterrutscht. Kennt ihr zwei euch? So. Die Prüfung startet, wenn ich am... So, und was hat er jetzt gesagt? Mit irgendwelchen Sprengdings, ne? Ich brauche auch keine Stolperfalle. Der hat irgendwas von Sprengdings gesagt. Das habe ich noch nie benutzt. Fallen. Detonierende Sprengfalle? Kann ich doch da jetzt nicht einsetzen. Ich kann dir doch auch einen Feuerpfeil ablenken, oder? Jetzt gucken wir mal, was passiert. Okay, alles klar. Was muss ich machen? Erledige Maschinen. Mit den Teilen da. Okay, der ist doch schon mal ganz cool. Maschinen soll ich... Maschinen... Ich will ihn nicht überbrücken. So, kommt mal her, Jungs. Oh, jetzt sind die gar nicht aggro geworden. Hm, da wurde
Hallo? Und wo muss ich dann hinschießen? Ja, ganz verstanden. Komm mal du hierher jetzt. Scheiße. War natürlich noch keiner drin, ne? Oh. Tschüss. Ist der noch irgendwo so Baum fallen? Da ist doch nur eine gewesen. Da ist doch nur eine. Wo ist denn die andere? Gibt es hier noch welche? Da ist auch noch eine. Ah, da sind auch noch ein paar. Okay. Genau. Hier gibt es nichts zu sehen. Guck mal, wie die da stehen. Ist das süß. Hilft das was? Nee, das hilft nichts. Okay, dann gucken wir mal. Sprengfallen. Inventar. Ach, guck mal, hier haben wir auch noch was Neues. Kann ich auch nicht mal nehmen. Schockfalle. Werkzeug. Fallenbeutel ist voll. Super. Tragekapazität. Wo ist der Fallenbeutel? Hier. So. Jetzt können wir die hier nehmen. Scheiße. Jetzt können wir die hier nehmen. Inventar, Schatzkiste. Schockfalle. Den können wir auch nehmen. Und das nicht. So, das heißt, Fallen und Tränke. Das sollte ich schnell einstecken. Hopp. Ja, das macht nichts, das bringt ja nichts, ne? Mit ja, das Schreien ist das süß. Kommen Sie hier durch. So, ich könnte doch eine Schockfalle hier drüber bauen. Das müsste doch gehen. Ups. Nee, das geht aber anders. Das geht anders. Das hier ist ja... Ich baue die jetzt mal hier hin. Ich wollte aber was anderes machen. Ich wollte die, wie geht das denn? Das geht doch auch hier, oder? Hier, Schockdraht wollte ich ausrüsten. Und zwar hier. Nach hier. Hä? Nee, das wollte ich nicht. So. Und jetzt diese Viecher da durchtreiben. Müsste doch irgendwie gehen, oder? Da ist wohl jemand aufgewacht. Nein, nein, nein. Falsche Richtung, Leute. Hier sollt ihr rein. Da, genau. Du läufst genau richtig. Yes. Und jetzt? Den hier nehmen. Zack. Nein, ich habe die falschen Pfeile. Jetzt ist er wieder weg, oder? Umgehauen. Oh, doch noch nicht. Cool. Fuck, ich habe immer noch die falschen Pfeile. Die hier.
Ah, jetzt ist er noch vorbei. Nein, läuft er weg. Wie fies. Oh Mann. Oh. Eine Switch hast du bekommen. Das ist ja nice. Geschenkt bekommen oder gekauft? So, jetzt machen wir das nochmal. Aber so funktioniert das ja schon ganz gut. Kann ich da eigentlich selbst reinlaufen? Nee, okay. So sind die Viecher. Ich habe keine Ahnung, ob ich das überhaupt irgendwie schaffe. Nein! Süß, ne? Bamsen! Okay, ich weiß jetzt, wie es funktioniert. Das schaffen wir auch 3 in 1,5 Minuten. Jetzt würde ich ja nur erstmal abbrechen und nochmal neu annehmen. Geht das? Ach, das sind ja noch. Ja, komm, dann machen wir das jetzt einfach. Ich bin sicher. Schaffst du wahrscheinlich auch 3 auf 1 hier irgendwie. So. Von Woody. Wie geil. Nein, falsche Richtung. Lauf da runter, Mädels. Ja, da rein, genau. Nein, nein, nein. Warum? Das ist echt nicht so einfach zu koordinieren, das Ganze. Da muss man ja alles lernen, das brauchst du bestimmt später alles. Hier sind auch noch Holzpfeilen. Haut ab! Nein, nein, nein. Hallo? Dich habe ich. Geh du weg. Genau da rein. Na, ich lauf doch da links vorbei. Faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden. Oh shit. Ich stelle mich, glaube ich, gerade selten dämlich an, ne? Reicht für unterwegs oder im Bett. Ja, stimmt. So, wo sind die jetzt? Wo sind sie denn jetzt hin? Mädels, kommt mal wieder raus. Da sind sie alle.
Oh, jetzt. Junge, bleib stehen. Jetzt ist er wieder weg. Scheiße. Okay, machen wir nochmal neu. Draht. Hier ist eine Falle, ne? Hier sind genug Fallen. So, also hier hin. Hier hin. Keine Munition mehr. Ja, ist ja gut. Machen wir neue. So, dann nehmen wir das hier. So, lauf mal los jetzt. Und zwar... Oh, Junge. Du läufst falsch. Die laufen alle falsch. Haut ab jetzt. So, genau. Darunter sollt ihr. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Die wollen einfach nicht ins richtige Loch rein. Da ist Stolperdraht. So, jetzt lauf doch mal davor. Oh, jetzt schnell. Jetzt ist gut. So, haut ab. Genau, da rein. Du gehst jetzt da rein. Nein! Die merken das. Du gehst jetzt da rein. Hau ab. Lauf da rein jetzt. Alter. Warum läuft er da nicht rein? Lauf in den verfickten Stolperdraht rein. Ja, komm. Oh, ist aggro. Auch in Ordnung. Natürlich auf der falschen Seite. Ne, ist auf der richtigen. Jetzt aber, oder? Ah, oh, schön. Boah, ein Traum. Da ist die komplette Herde reingelaufen. War jetzt aber mehr Glück als alles andere, ne? Nach 13:23 habe ich es geschafft. Mit Glück. Man kann das natürlich schön vorbereiten. Du kannst das überall machen. Ja. Da vorne hin müssen wir. Das war's mit dem Schleichen. Ich wollte ja auch gar nicht schleichen. Ich will ja nur mal testen, wie diese Prüfung gehen.
Hüpf, hüpf. So. Zweite Prüfung beendet, ne? Cool. Das erste Mal und sofort geschafft. Ja, geil. Eine Halbsonne. Halbsonne, jawohl. Wenn du schneller wirst, kriegst du eine Vollsonne. So, Sprengdrahtprüfung. Bei dieser Prüfung musst du Graser mit Sprengdrähten erlegen. Aber dazu brauchst du die Carter-Stolperfalle und Munition. Mein Freund hier verkauft das vielleicht. Abschieden. Carter-Stolperfalle und Munition. Ich werde hier sein, wenn du dich. Habe ich anscheinend noch nicht. Und was für ein Freund? Ach, hier. Fallen. Katscha-Stolperfalle. Hier gibt's auch wieder eine Gratiskiste. Aber jetzt mal im Ernst. Wo ist denn jetzt die Katscha-Stolperfalle? Hier. Katscha-Stolperfalle. Kannst du mir gerne einen Tipp geben? Ja, klar. Dankeschön. Klar, wenn ich was... Also ich will schon was probieren, aber wenn ich es nicht gleich rausfinde, also könnt ihr mir gerne Tipps geben. Bloß, wenn ich Blazy spiele, ist mein Chat so weit weg. Das heißt, bitte ein bisschen Nachsicht haben, wenn ich nicht direkt reagiere auf den Chat. Bei allen anderen Spielen geht das, aber bei Blazy ist das ein bisschen schwieriger. Katscha-Stolperfalle. So. Gut. So, jetzt kann ich mit dem Jäger-Tante reden hier. Möchtest du es nochmal probieren? Ja. Okay. Sprengdrahtprüfung. Mit dem Sprengdraht und der Karja-Stolperfalle Graser. Ich stoppe die Zeit. Explosionen machen ihnen Angst. Treib sie mit der Sprengschleuder in deine Fallen hinein. Ah, mit der Sprengschleuder. Alles klar. Das war das vorhin. Ich habe nur irgendwas mit Sprengen verstanden. Sprengschleuder habe ich ja auch noch nicht. Aber werde ich mir jetzt auch nicht extra zulegen, oder? Die ist sehr gut. Die Zeit läuft, wenn du ein Seil runterrutscht. Okay, jetzt gucken wir erstmal. So, und was haben wir hier? Schockdraht? Sprengdraht. Okay, das heißt, den postiere ich da unten irgendwo und dann locke ich sie rein. Alles klar. Und was jetzt hier? Katscha-Stolperfalle, Sprengdraht? Was ist der Unterschied zu dem? Das hier ist Schockdraht, das auch. Okay, hat ein bisschen andere Werte, ne? Ach, und die kann ich noch sockeln. Ah, okay. So, jetzt gucken wir erstmal noch wegen dieser Schleuder. Hier ist er. Sprengschleuder, ne? Komm. Brauche ich das da oben dann überhaupt noch, wenn ich hier unten den... Da kann ich das ja auch machen, ne? Setzen wir die mal hier rein. So, jetzt probiere ich das mal. Das heißt, ich brauche eh zuerst das hier. Gucken wir mal.
Ah, das kann ich genauso machen. Okay, verstanden. Natürlich jetzt die Frage, ob das ausreicht. Ja, man sieht das jetzt halt nicht, ne? Wie weit ich das werfe. Ich mache einfach mal. Ja, habe ich mir gedacht, dass das in die falsche Richtung war. Naja. Zu mir. So. Umso besser dein Bogenwaffen, desto mehr unterschiedliche Munition kannst du abfeuern. Ah, okay. Das heißt, es war schon richtig, dass ich den oben rausgenommen habe, weil jetzt die Muni habe ich ja unten mit drin, ne? Kümmert euch einfach um eure Sachen. Ah. Hallo. Komm her. Ich drücke immer die falsche Taste. Geht mir ein Watz auf den Sack. Jo, gute Nacht. Danke. So, was sind meine Freunde? Bin doch hier hingelaufen irgendwo, oder? Da hinten sind sie. Ja, jetzt können wir ja in Ruhe alles verminen hier, ne? Geht das ein bisschen schneller? Ich will es jetzt nur irgendwie schaffen. Ich will jetzt nicht unbedingt Gold bekommen oder so. Ist ja wurscht. Okay, ich habe schon gedacht, ich löse den vielleicht aus. So, da oben machen wir noch einen hin und dann jagen wir die mal ein bisschen hin und her. So, wo seid ihr, Jungs? Freunde, da sind sie. So, 6 Stück muss ich erledigen von denen. Okay. Da links ist mein Draht. Lauft rein, lauft rein, lauft rein.
Nein, falsche Richtung. Da hat es den ersten schon gekostet. Ja, und Tara hoch, ganz genau. Und bumm. Und da oben ist noch eine Falle. Ich sehe es nur nicht. Noch ein Stückchen weiter, ne? Da hinten, komm, weiter geht's. Auf. Boom. Geil. Alle Sonnen in einem Gebiet. Oh, cool. Haben wir geschafft. Kann ich eigentlich hier hochspringen? Direkt dran? Nee, das geht nicht. Okay. Nervig, dass man da immer hochkrabbeln muss, ne? Eine Vollsonne beim ersten Versuch. Oh, eine Vollsonne sogar. Komm, cool. Willst du eine Glutsonne? Deinem Eintritt in die Jägerloge steht nichts im Weg. Viel Glück in Meridian. Natürlich kannst du gern noch mehr Prüfungen bei mir machen. Nee, jetzt gerade nicht. Ich muss gehen. Komm wieder, wenn du willst. Besteht 3 Prüfungen. Cool. Rede mit Ligan. Ist das Ligan? Aktualisierter Auftrag. Jagen für die Loge. Nee. Jägergebiete. Okay. Naja, muss ich alles schaffen anscheinend. Und dann kriege ich einen Fertigkeitspunkt. Okay, gut. Machen wir jetzt aber nicht jetzt. Und ich habe hier noch das hier. Rede mit Ligan. Besteht 3 Prüfungen, rede mit Ligan. Level 16. Mehrere Ziele mit nur einer Sprengbombe. Habe ich doch eben schon 2 oder 3 gemacht, ne? Mit einer Sprengbombe. Stelle Maschinen. Das habe ich eben auch schon gemacht. Ich habe den mit den Sprengdrähten eine Falle gestellt und die reingelockt. Und warum zählt das dann nicht? Verstehe ich nicht. Goodbye, Larissa. Danke fürs Zuschauen und für den Follow. Dankeschön. Okay. Dann gehen wir hier weiter. Die verwundete Nora brauchen Traumweide. Genau, das war unten in diesem Dorf, ne? So. Gucken wir mal. Boah, ich muss auch unbedingt mal wieder Zeugs looten. Da müssen wir ganz da hoch. Oh, das ist ein langer Weg. Was können wir denn da mitnehmen? Was ist denn das hier eigentlich? Da ist ein Lagerfeuer. Oh, was ist das andere da hinten dran? Ach, das ist nur der Händler. Okay. Graserareal. Das kriege ich aber nicht auf grün, oder? Wie kriege ich das auf grün? Ich bin immer noch in diesem Startgebiet. Guck mal, was da noch kommt. Allmächtiger. Ich weiß aber schon, dass hier ein Langhals ist. Okay, und hier auch, und hier auch. Okay. Und da sind noch irgendwelche... Und das ist aber auch jetzt Level 15, ne? Das haben wir ja schon. Ist hier noch irgendwas, was ich mir für 1 nehmen kann? Weil das hier wollte ich, glaube ich, gar nicht nehmen, oder?
Mehr Angriff. Oh, auch cool, wenn meine Gesundheit niedrig ist. Ja, ist auch cool. Ich glaube, ich nehme das hier mal. Damit ich lautlos aufkomme. Ich glaube, das ist ganz cool. Was kann ich hier Neues machen? Ja komm, den ersten können wir direkt mal machen. Ich brauche unbedingt fettes Fleisch. Ich muss unbedingt mal diese kleinen Viecher töten. Warum wird das... Geil, bei der Schatzkiste ist jetzt immer noch ein Ausrufezeichen. Obwohl ich alle weg habe. Ja, das sind die Munitionsteile für... Was haben wir hier? Gegengift. 100% Verderbniswiderstand für 60 Sekunden. Ah, Verderbnis. Okay, alles klar. Munition. Sprengdraht, ja, kennen wir jetzt schon. Und eine Sprengbombe, okay. Somit haben wir alles neu erforscht. Alles gut. So, ich würde gerne noch ein bisschen weitermachen heute, glaube ich. Ich habe Bock irgendwie. Aber ich mache jetzt erstmal ein Päuschen. 2-3 Minuten, gehe mal eine rauchen. Und dann mache ich noch ein bisschen weiter. Ich habe richtig Bock heute. Alles klar. Bis gleich, ne? Wenn ihr noch zuguckt, bis gleich.